So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Perfect Haste 2. Heute zusammen mit der Lilly gehöre ich den Bösen an und wir spielen heute gegen die Bibi und gegen Elisel auf einer neuen Map, die wir bisher noch nicht gespielt haben. So ein Ding. So. Guten Tag. Guten Tag. Ich sag auch mal hallo, ne? Ja, das ist voll okay, ne? Du, dir kannst mal ran. Was ist das denn für ein Drill, der da hinten steht? Ja, den kannst du benutzen, dann kannst du ein Loch in den Safe-Raum machen. Was? Ja. Ich will ihn haben. Was, ist das so smart von mir? Komme ich da hin? Okay, hier durch darf ich nicht gehen. So ein Tresor kann man nicht öffnen, ne? Dafür brauche ich irgendwie Spezialwerkzeug oder so. Oh. Ich habe ein Problem. Glaube ich auch. Ich dachte, ich kann mich einfach umziehen. Das funktioniert gar nicht. Ich habe mich jetzt einfach umgezogen. Ja, aber kann meiner auch auf dem anderen Dresscode? Wir schon. Nicht nur hier Schickimicki? Ja, kommt halt drauf an, was du dir organisierst. Ja, aber ich habe doch hier diesen... Wie nennt das? Also, was hast du denn? Ich glaube, ich werde verfolgt. Kann das sein? Mhm. Scheiße. Das schicke Mädchen weiß, wie wir aussehen. Ja, und der Mann, der beim schicke Mädchen steht... Der hat mich ganz, ganz genau angeschaut. So, wir sehen dich. Oh, ja, genau, die stehen noch beide hier. Jetzt guck ich sie an. Ich geh mal weiter. Du wirst verfolgt. Nee, doch nicht. Ich ignoriere dich. Okay, scheiße. Was will denn hier, der Cop? Weiß ich nicht. Das ist aber belastend jetzt. Ah, ganz viel belastend. Es ist richtig belastend. Okay, ich gehe jetzt da oben rein. Scheiße. Okay, da vorne. Ah, die haben sich halt aufgeteilt, ne? Du wirst ganz schön inspiziert hier. Tu, als wäre nichts. Als wärst du ein NPC. Tu, als wärst du ein NPC. Sie wollen mich hauen, sie wollen mich hauen. Nein. Ui, ui, ui. Oh, oh. Okay. Blauhaarige Troller geht runter. Das ist gut. Wo ist der Korb? Kannst du dich mal umdrehen und gucken? Ja, bei mir läuft Musik, warte mal. Nee, alles gut. Ist keiner mehr da? Keiner mehr da. Warte, einmal kurz im Salabim. So. Was ist jetzt hier für eine Aufzugmusik? Digga. Nur bei mir auch. Nee. Da ist der Kopf schon wieder. Ach, kann sich einfach abknallen. Ich versuche jetzt hier in den Dings zu gehen. Nein, da ist jemand von dem... Hast du die Tür aufgemacht? Hier? Ja. Nein. Echt? Wo? Ja, da. Ja, wohin? Echt? Ja. Blende die Bombe. Guck mal, ob die Luft rein ist. Die Luft ist rein. Sie ist sehr rein. Einer geht's nicht. Oh, oh. Boom. Ja! Kommt jemand? Oh! Oh! Ah! Da! So schnell konnte ich nicht gucken. Der kam zur anderen Tür rein. Ich dachte, das wäre mein Ausgang. Oh nein, Sven! Ist so ein Hund! Sterben! Da liegt auf jeden Fall ein Haufen Geld drin. Guck mal, wie viele Leute da auf einmal stehen. Die sind alle schaulustig. Elise ist da auf jeden Fall noch drin, da musst du Obacht geben. Dreh dich um und gib einen Heller. Meinst du? Los! Du hast nur noch eine Sekunde! Was? Warum? Nein!
so gut. Ja, die ist mega schwer, hey. Holy shit. So, okay. Liebe Leute. Jawohl, da sind wir wieder. Und jetzt mit der Bibi am Start sind wir. Ja, hallo. Kops. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Und die letzte Runde lief ja nicht so prickelnd, gell? Also für mich zumindest. Für euch lief sie recht gut sogar. Diese Aufzugmusik macht mich irre. Die ist laut, ne? Ja. Bist du da gerade gerannt? Nein, ich bin in der Haupthalle. Ja, ich habe da jemanden rennen gehört. Nee, gerannt bin ich nicht. Also wenn da jemand rennt, das ist meistens Elias. Der kriegt das nicht so ganz hin. Okay. Da ist doch gerade jemand rückwärts gelaufen. Das war ich. Bist du da rückwärts gelaufen? Nein, ich stehe an der Wand. Hast du da niemanden rückwärts laufen sehen? Nee. Aber ich glaube, da ist gerade jemand gerannt. Wobei, die gehen alle recht zügig. Ich sehe da einen Schatten und ich glaube, der hatte eine Waffe gerade gezogen. Okay. Ich habe noch keinen entdeckt. Oben, ja. Ich habe jemanden. Okay, ich bin beim Juwelier. Wer schießt da? Ich habe Lilly erledigt. Oh, Himmel. Da rennt jemand. Hat da jemand? Jetzt renne ich. Unten, nein. Brauner Anzug. Okay. Treppe runter, brauner Anzug. Geht. Ich bin nochmal gejoint. Ja, ich stehe unten. Ich weiß jetzt nicht. Das ist ein Schlawiner, doch. Ja. Ich muss beobachten. Ich meine, er hat eine rote Krawatte an. Okay. Ah, scheiße, hab ich wieder erwischt. Der war weit weg jetzt, oder? Ja, unten im Bereich, unten war der. Ist er im Mitarbeiterbereich oder? Der ist im im Mitarbeiterbereich. War das rote Krawatte? Ja. Das konnte ich jetzt nicht sehen. Lol. Aber ich ziehe jetzt meine Knarre. Hast du ihn ja? Ja, hab ihn. Der hat einfach eine Wand aufgebaut, Digga. Eine Wand? Auch nicht schlecht. Er hat einfach eine Wand aufgebaut. Ah, die smart. Alter! Gar nicht so smart. So Leute, jetzt mit einem Liesel unterwegs. Hallo. Werden wir jetzt die Kiste hier mal ordentlich rocken. Wir können mitnehmen, einen Bombenkoffer. Und zwar ohne, dass es jemand sieht, dass wir einen Bombenkoffer dabei haben. Und ich habe einen Polizist schon in der Eingangshalle gesehen. Das war schon wieder gefährlich. Hey, das ist gefährlich. Gibt wieder irgendwie so ein Web hier mit $10,000 Kopfgeld. $10,000 Kopfgeld, das ist auch was. Den schlagen wir uns. Ja, ja. Lass mich erst mal hier dabei. Oh, scheiße. Der VIP wird bewacht. Nein. Müssen wir zuschlagen. Von dem Hitman.
Wie kann ich denn jetzt so ein Bankangestellten-Outfit bekommen, ohne dass die mich das sehen? Das ist die Frage. Was macht denn eigentlich unsere X-Fähigkeit? Damit kannst du Waffen kaufen gehen. Gib. Ja, es war das Water hier. Ich sehe jetzt noch keinen Verdächtigen gerade. Ja, einer mit SWAT-Outfit ist unten bei den Piepsern. Was? Ah, jetzt kommt er hier hoch. Oh nein, SWAT ist hier oben. Ja, läuft zu dir. Noch nicht bei mir. Ich glaube, das ist Lilly. Tippe ich jetzt mal. Läuft sie weg? Ich gehe runter, ich guck. Ich gehe mal in den Mitarbeiterbereich jetzt rein. SWAT steht, glaube ich, da. Steht hier vorne. Nee, SWAT. Ich sehe jetzt hier keinen Polizisten hier. Ich bin beim Tresor oben. Ja, ich bin hier noch Eingangshalle. Hier ist kein Officer. Also die müssten irgendwo bei dir wahrscheinlich sein. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Okay, bei mir ist einer. Ne, ist kein Security, ist normal. Wie kann man. Ich hab Angst. Ich werde hier bewachen. Und wenn hier einer hochkommt an den Tresor, während du okay. Ausrauchst, wird er weggehauen. Ich spreng ihn jetzt. Okay, vor der Tür wird hier bewacht bei mir. Kommt keiner noch. Die kann ich gar nicht aufmachen. Noch kommt hier keiner. Elise. Oh Scheiße. LOL, hat mich ignoriert. Eskalation. Lauf. Scheiße, das ist ein Rettungswagen. Oh, oh Scheiße. Wo soll ich hin? Lauf! Sie hat jemanden umgebracht. Oh nein, die haben Bibi. Nein, ich bin weg. Okay. Gott. Okay, okay, okay. Lilly hat doch jemanden unschuldig gebracht. Okay. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen jetzt, aber wir haben Cash. Wir haben Cash dabei. Erstmal ein bisschen was. Bisschen was. Die respawnen, ne? Ja. Mein Schrei war jetzt gerade nicht so laut. Alles gut. Scheiße. Ich bin ja ganz falsch versteckt. Okay, das da vorne ist Bibi. Nee, das ist Lilly. Oh Gott. Ich war ja ganz falsch versteckt gerade. Ich war ja als Angestellter hier unterwegs. Das Wort hat uns erledigt. Oh, Scheiße. Oh, Lilly. Boah, Strich. Hey. Ihr Hunde. Oh, Digga. So, Leute, und jetzt wieder back mit Lilly als Copperino. Und ich kann mir angeblich jetzt anschauen, wie die anderen aussehen. Nee, das könntest du mir auch einmal kurz durchgeben. Das wäre ganz ja, das cool, Ding hat jetzt schon Cooldown. Was soll ich machen? Es hat immer Cooldown am Anfang. Da oben rennt doch einer. Oder? Ist dumm? Oh, wow. Ich höre jemanden drin, warst du das? Ich, ja, ja. Icke. So. Skill ist gleich ready. So, loading data. Bibi. Oh, Bibi hat die mit dem Totenkopf-Shirt. Oh, das die ist sollte auffallen. Und Elias kann ich nicht sehen. Das heißt, der hat diesen Heinzel da mit der tragbaren Bombe, die du nicht siehst. Tragbaren Bombe? Ja, das ist, glaube ich, der Typ mit dem Hütchen schwarz dunkel gekleidet.
Ich war das. Also Bibi hat immer... Alter, hau doch ab. So müsste... Hier, so müsste Liesl aussehen. Wie der Heinzel da. Der, glaube ich... Das ist, glaube ich, Liesl hier. Der hier? Ich könnte wetten, ey. Nein, schieß noch nicht. Nein, ich will ein bisschen Druck machen. Ja, okay. Vielleicht zückt er seine Waffe. Ja, aber macht Sidesteps. Das sieht schon komisch aus, oder? Mhm. Ich bleib dran. Okay, bleib du an dem dran. Da ging gerade ein Tüt, ne? Ja, so. Da geht eine Bombe. Nee, das muss Elise sein. Oh Gott, Aufzugmusik. Oh nein. Was war das? Ich habe einen Bösewicht erschossen. Du hast Elise erschossen. Bibi gleich hinterher, oder was? Nein. Liesl. Oje, oje. Was machen wir mit die Liesl? Weg. Ab in eine Tonne mit ihm. So, wo okay, ist Bibi? Ich check nochmal. Ja, sie sieht immer noch so aus. Sie ja, die Totenkopf-Lady. Alter, die muss doch so auffallen. Ist er denn? Eigentlich schon. Wir tun aber erstmal so, als würden wir sie nicht erkennen, okay? Ja. Einfach so dran vorbeilaufen. Ja, ja, genau. Und dann verfolgen wir sie beide die ganze Zeit. Wenn sie Druck kriegt. Aber erstmal müssen wir sie finden. Ja. Sie ist einfach unsichtbar. Sie macht es definitiv besser wie Elise. Bibi. Wo bist du? Wenn du sie hast, schrei. Ich sehe kein Rennen oder sowas. Sie hat immer noch den Charakter, das gibt's doch gar nicht. Aber siehst du doch, dass das geht. Aber wo ist sie? Lili, hey, sag mir, wo du bist. Nee, Bibi. Lili, ich bin hier, hi. Hä? Bieb, das war ich. Bieb, das war ich. Ah, sie läuft gerade mit Geld raus. Nee. Oh. Frech. Wo? Guck dir das an. Ja, hier. Warte. Sie rennt sogar. Wir dürfen... Sie hat einfach Geld geklaut. Boah, aber voll viel auch. Ja, echt, ey. Frech. Ist sie jetzt weggegangen wieder? Oder nee, ist sie noch in dem Auto? Ich geh einfach mal hin, ja. Okay. Grüß mal schön. Didup, didup, didup. Wenn sie schießt mich ab. Ja, hundertprozentig. Ist sie weg? Nein. Darf ich eine Granate werfen? Ja, warte noch ein paar Sekunden. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und sie steht da immer noch. Oh. Oh, oh, sie fühlen sich ertappt. Oh Gott, ups, ich bin blind. Ich bin blind. Digga! Ich war einfach des Todes. Warum hat sie jetzt die Tüte auf dem Kopf? Keine Ahnung! Ah, ich bin schon wieder blind! Oh mein Gott! Das ist nicht clever! Hilfe! Snipe sie dich jetzt! Oh nein! War schon wieder so ein. Piu! Oh Gott! Oh nice, ey. Holy shit. Einfach mal ja, liebe Leute, das war's wieder mit der Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüli-dü. Tschüli.